In diesem Video möchte ich noch ein kleines Beispiel zur Fourier-Reihe zeigen. Dafür habe ich mir die übliche Definition der Fourier-Reihe hier nochmal hinkopiert. Um die soll es jetzt gehen. Und die Idee von der Fourier-Reihe ist eben, eine periodische Funktion als eine Summe von Kosinus- und Sinusfunktionen darzustellen oder anzunähern oder zu approximieren. Und diese Sinus- und Kosinusfunktionen sind mit bestimmten Faktoren AK und BK gewichtet. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit, denn um diese Funktion, um diese Koeffizienten auszurechnen, um die Funktion zu approximieren, muss man über die Funktion integrieren und diese Integrale hier ausrechnen, Funktion mal Cosinus und Sinus Term und darüber integrieren. Und das möchte ich jetzt noch einmal kurz zeigen an einer einfachen Rechteckpulsfolge. Das ist vielleicht so das einfachste Beispiel, was man sich anschauen kann. Die skizziere ich hier mal hin. Also wir brauchen eine Amplitudenachse und eine Zeitachse. Das ist die Zeit in Sekunden und das ist die Spannung U von t in Volt. Und damit ist auch klar, also diese Funktion hier, das ist eigentlich U von t, um die es uns jetzt gehen soll, und U von t und U von t. Und die soll jetzt mal so aussehen, diese Funktion, dass die einen bestimmten Wert hat, den sie konstant hält und dann abfällt auf die Hälfte. Und nach ungefähr genau der gleichen Zeit wieder ansteigt auf den ursprünglichen Wert und da wieder bleibt und wieder abfällt und sich eben genau so periodisch wiederholt. Also es ist eine periodische Funktion, die war immer da und die wird auch immer da sein und natürlich auch für negative Zeiten und so weiter und so fort. So, und das sollen hier mal 2 Volt sein, wenn die Funktion sozusagen eingeschaltet ist, und wenn sie ausgeschaltet ist, sollen das mal 1 Volt sein. Und vollkommen beliebig schreibe ich mal hier dran, dass das eine Sekunde ist und dass das, wo sie ausgeht, 2 Sekunden sein soll. Und das wäre dann eben gleichzeitig auch die Periodendauer und das dann eben die halbe Periodendauer. So, das erste, was wir jetzt vielleicht mal machen müssen, ist für diese Funktion u von t eine Funktionsgleichung hinzuschreiben. Denn wir müssen ja eine Funktionsgleichung haben, die wir irgendwie in diese Integrale hier einsetzen können. Und deshalb schreiben wir mal hin mit so einer geschweiften Klammer eine abschnittsweise Definition. Und zwar, die Funktion u von t hat den Wert 2 Volt für den Fall, dass die Zeit klein t kleiner oder kleiner gleich, da kann man sich überstreiten, 0 ist und kleiner oder kleiner gleich t halbe. Und wenn das Ganze periodisch sein soll, dann müssen wir hier noch ergänzen, plus k mal t und plus k mal t, wobei k Element der ganzen Zahlen ist. So, und ansonsten kann ich auch einfach schreiben, ist die Funktion 0 Volt, ist die Funktion 1 Volt. Ja, schwankt zwischen 1 und 2 Volt. So, jetzt können wir diese Funktionsgleichung nehmen und können die natürlich hier und dort in das Integral einsetzen und können die AK und BK Koeffizienten ausrechnen. Das machen wir jetzt vielleicht mal. Wir fangen mal an mit den AK. Und letztendlich muss man jetzt einfach stumpf dieses Integral dort oben ausrechnen. Dafür muss man natürlich ein bisschen integrieren können. Und da diese Funktion ja jetzt abschnittsweise gegeben ist, spalte ich das Integral gleich mal auf in 2 so Teile und sage, na, anstatt jetzt hier über eine ganze Periodendauer zu integrieren, integrieren wir erstmal nur von 0 bis t halbe, die Grenzen von unserem ersten Abschnitt. In dem Fall hat die Funktion den Wert 2 Volt und dann folgt da noch dieser Term Cosinus von k Omega 0 mal t. Omega 0 ist die Grundkreisfrequenz über der Zeit integriert. Und dann haben wir noch einen zweiten Teil, der geht von t halbe bis groß t. Und da hat die Funktion den Wert 1 Volt. Und es gibt ebenfalls den Term Cosinus k Omega 0 mal t dt. So, ich versuche wie immer dieses Video möglichst kurz zu halten, aber trotzdem alle Zwischenschritte zu zeigen. Es gibt auch unten Kapitelmarken, mit denen man eventuell vor- und zurückspulen kann. So, jetzt machen wir einfach weiter. Das 2 durch groß T kann ich schon mal abschreiben. Die eckige Klammer schreibe ich auch ab. Diese 2 Volt ist eine Konstante, die können wir vor das Integral schreiben. Und jetzt müssen wir das Integral lösen. Da steht noch diese Cosinusfunktion drin. Von der brauchen wir jetzt die Stammfunktion.
Und die Stammfunktion von der Kosinusfunktion ist die Sinusfunktion, weil Sinus abgeleitet ergibt den Kosinus. Wenn wir jetzt diese Sinusfunktion aber ableiten würden, nach t würde noch als innere Ableitung, weil es eine verkettete Funktion ist, k mal Omega 0 dort entstehen. Und das heißt, wir müssen durch k und Omega 0 noch teilen an der Stelle, damit das wegfällt. Das ist die Stammfunktion, die brauchen wir jetzt in den Grenzen von 0 bis t halbe. Und genau das gleiche machen wir bei dem zweiten Integral, 1 Volt als Konstante davor geschrieben. Und dann haben wir die gleiche Stammfunktion ebenfalls geteilt durch diese innere Ableitung. Und das in den Grenzen von t halbe bis groß t. Falls einem das jetzt irgendwie suspekt vorkommt, dass wir hier so einfach durch das K und Omega 0 teilen, das Zauberwort an der Stelle hieß Integration durch Substitution. Ne? Damit kann man das ein bisschen vielleicht mathematisch korrekter hinschreiben, nicht so integrieren durch scharfes Draufschauen, aber wenn die Probe passt, eine Sinusfunktion ergibt abgeleitet den Kosinus, dann würde die innere Ableitung k mal Omega 0 dazukommen. Durch die teilen wir hier, das kürzt sich weg, es bleibt nur die Kosinusfunktion über. Das passt schon. So, jetzt müssen wir einfach diese Grenzen einsetzen. Obere Grenze minus untere Grenze. Dafür nehme ich mal diesen Bruch und schreibe den mit davor. Also steht hier 2 durch k Omega 0 und groß T. Und dann steht hier in der eckigen Klammer also drin 2 Volt mal der Sinus von K Omega 0 und groß T halbe. Das ist die obere Grenze eingesetzt. Minus 2 Volt mal der Sinus von 0, das ist die untere Grenze eingesetzt. Plus 1 Volt der Sinus von K Omega 0 groß T, das ist wiederum die obere Grenze eingesetzt. Minus 1 Volt der Sinus von K Omega 0 t halbe, das ist wiederum die untere Grenze eingesetzt. So, und jetzt muss man sich an der Stelle, und das kann ich vielleicht hier oben machen, ein paar Vereinfachungen überlegen, nämlich Omega 0 ist ja so viel wie 2 mal Pi mal F. Und also mal die normale Frequenz. Ne? F ist die normale Frequenz, Omega ist die Kreisfrequenz und die normale Frequenz ist 1 durch die Periodendauer. Also kann man hier auch schreiben 2 mal Pi durch Groß T. Und das heißt, wenn ich mal das Groß T noch auf die andere Seite hole, dann kommt daraus Omega 0 mal Groß T sind 2 Pi. Das ist die 2 Pi Periodizität der Sinus- und Kosinusfunktionen im Bogenmaß. Und damit ist auch klar, dass Omega mal T halbe, was jetzt hier und hier auftaucht, das wäre genau Pi. So, und damit tauchen hier so ein paar Terme auf, nämlich K mal Pi, Sinus von 0, Sinus von wiederum K mal 2 Pi und der Sinus von K mal Pi und so. Das kann ich vielleicht nochmal irgendwie hinschreiben. Also das wäre Pi, das ist 0, das ist klar, das wäre 2 Pi und das wäre wiederum Pi. Und jetzt stellt man fest, wenn man sich mal die Sinusfunktion skizzieren würde, der Sinus von 0 ist 0. Der Sinus von einem Pi, der Sinus von 2 Pi, der Sinus von 3 Pi und so weiter, der ist auch immer 0, weil das genau die Nullstellen, die Nulldurchgänge von der Sinusfunktion sind. Deswegen ist diese Sinusfunktion auch 0. Und deswegen ist, also nicht der, vielleicht ein bisschen missverständlich aufgeschrieben, nicht das Argument, sondern die ganze Funktion ist 0. Und diese ganze Funktion hier ist auch 0. Und damit sind diese Koeffizienten ak in dem Fall alle 0. Jetzt kann man sich überlegen, ist das sinnvoll, dass die 0 sind? Naja, so ein bisschen sinnvoll ist das schon, weil diese Funktion, wenn wir mal den Gleichanteil abziehen und sagen würden, die wäre so symmetrisch zu der Zeitachse, hier oben wäre die Zeitachse, dann wäre das ja eine ungerade Funktion. Ne? Die wäre so ein bisschen wie die Sinusfunktion. Und um diese ungerade Funktion zusammenzubauen, braucht man eben auch nur ungerade Funktionen. Und die ungeraden Funktionen sind die Sinusfunktionen. Wir haben aber gerade die Koeffizienten für die geraden Funktionen, für die Kosinusfunktionen ausgerechnet. Und deshalb sind die AK alle 0. Kann man hier vielleicht auch nochmal hinschreiben. Ist auch irgendwie logisch, weil
Naja, das U von T ohne den Gleichanteil, ne, ohne Gleichanteil ist ungerade. Und deshalb, ja, die Kosinusfunktionen sind aber alle gerade. Wir brauchen keine geraden Funktionen, um eine ungerade Funktion zusammenzubasteln. Deswegen sind die AK alle 0. So, wenn man jetzt aber sagen würde, naja, die geht nicht genau hier bei der Hälfte aus, sondern vielleicht ein bisschen vorher oder ein bisschen später, ne? Und dieses Tastverhältnis hier wäre nicht genau 50%, dann hätten die AKs aber eben auch alle Werte, obwohl die Funktion vielleicht so ähnlich aussehen würde, aber dann ist es eben keine, auch ohne Gleichanteil, keine reine ungerade Funktion mehr. Dann kriegen die AK-Koeffizienten einen Wert. So, und genau auf die gleiche Art und Weise kann man jetzt auch die BK-Koeffizienten ausrechnen. Dafür muss ich mal eine zweite Seite mir gönnen und schreibe mal hin, BK wäre jetzt genauso 2 durch Groß T. Dann haben wir wieder das Integral von 0 bis T halbe. Da hat die Funktion den Wert 2 Volt. Jetzt steht da noch die Sinusfunktion drin. Sinus von K mal Omega 0 mal T über der Zeit integriert. Und ein zweites Integral, was von T halbe bis Groß T läuft. Und da hat die Funktion den Wert 1 Volt von Sinus K Omega 0 mal T und über der Zeit T integriert. So, und jetzt machen wir im Prinzip genau das gleiche Spiel. Also den Faktor vor der Klammer abgeschrieben, die Klammer abgeschrieben, die 2 Volt kann man vor das Integral ziehen. Dann die Stammfunktion von der Sinusfunktion ist die Minus-Kosinus-Funktion von K Omega 0 mal T geteilt durch wieder die innere Ableitung K mal 0 und Omega und das zweite nochmal 1 Volt. Wir müssen natürlich noch die Grenzen ersetzen von 0 bis Groß T halbe und hier ja, gleiche Stammfunktion. Ich schreibe das wieder genauso hin, Minus Cosinus K Omega 0 T geteilt durch die innere Ableitung K und Omega 0. Und das jetzt eben in den Grenzen von T halbe bis Groß T. Und dann müssen wir jetzt die Grenzen einsetzen im nächsten Schritt. Also das 2 durch Groß T abgeschrieben, da mache ich wieder ein K Omega 0 Groß T draus. So, und dann haben wir eben 2 Volt mit einem Minus davor mal Cosinus von, jetzt die obere Grenze eingesetzt, K Omega 0 Groß T halbe. Dann Minus und Minus wird plus die untere Grenze, plus 2 Volt von Cosinus. Ja, wenn man die 0 einsetzt, ist das ganze Argument 0. So, dann kommt wieder Minus 1 Volt und jetzt die Obergrenze eingesetzt, K Omega 0 Groß T und Minus werden wieder plus 1 Volt und nochmal die untere Grenze eingesetzt, K Omega 0 Groß T halbe. So, dann gilt die gleiche Sache, die wir vorher schon hatten. Omega 0 mal Groß T, das waren 2Pi und Omega 0 mal Groß T halbe, das waren nur 1Pi. So, und jetzt kann man sich damit halt so ein paar Sachen überlegen. Also nämlich, vielleicht schreibe ich das auch nochmal hier hin, also der Cosinus von 0 ist 1. Der Cosinus, was haben wir noch? Wir haben immer nur Pi, ganze Pi. Der Cosinus von Pi, der ist minus 1, weil der die Cosinusfunktion gerade das Minimum hat. Der Cosinus von 2Pi, der ist wieder 1 und der Cosinus von 3Pi, der ist wieder minus 1 und so weiter und so fort.
So, und in diesem Sinne kann man halt wieder sagen, naja, also müssen wir mal ein bisschen zusammenfassen noch, bevor wir das wirklich brauchen. Das ist Pi, das hier hinten ist 2Pi und das hier hinten ist Pi. So, und das heißt, also der Kosinus immer von einer, also Kosinus von 4Pi würde als nächstes tauchen, das wäre wieder 1, also der Teil ist immer 1. Und der Teil ist auch immer 1. Und das heißt, die können wir schon mal zusammenfassen. 2 Volt minus 1 Volt ergibt zusammen 1 Volt. Ich schreibe das mal erstmal ab. Mal groß T. So, dann haben wir diese 1 Volt, die wir hier zusammengefasst haben. So, und dann haben wir ja diesen Teil... sozusagen, naja, zweimal kann man nicht so richtig sagen, aber mit Vorfaktoren davor, nämlich mit minus 2 Volt plus 1 Volt, das ist minus 1 Volt. Minus 1 Volt mal der Kosinus von K und jetzt brauche ich nicht das Omega mehr, jetzt kann ich gleich hinschreiben, K mal Pi. Und damit passieren jetzt dann im nächsten Schritt noch ein paar spannende Sachen vielleicht. Ja, weil der Kosinus von K mal Pi, der kann eben manchmal minus 1 sein. Minus und Minus ergibt genau Plus, sodass sich diese beiden Sachen genau aufaddieren. Und naja, und wenn hier das K eine gerade Zahl ist, 2 oder 4 oder sowas, dann addieren sich die beiden Sachen genau zu 0. So, und für das Omega 0 t hier unten kann man auch die 2 Pi von hier oben einsetzen. Dann kann man vielleicht diese 2 hier wegkürzen. Dann bleibt da nur K mal Pi über. Und die 1 Volt kann man vielleicht davor ziehen. So, und dann bleibt da halt über 1 Volt. Ja, ist auch total sinnvoll, dass da 1 Volt als Einheit überbleibt. Können wir gleich nochmal schauen. 1 Volt durch K mal Pi und dann mal in Klammern 1 minus der Kosinus von K mal Pi. So, warum ist das total sinnvoll, dass für diese Fourier-Koeffizienten die Einheit 1 Volt rauskommt? Kann man mal nochmal hier oben auf die Gleichung schauen. Na, also wir versuchen eine Spannung nachzubauen als Summe von Kosinus und Sinusfunktionen. Die Kosinus und Sinusfunktionen, die sind natürlich von sich aus einheitenlos. Also müssen diese Koeffizienten, die davor sind, die müssen genau die Einheit Volt mitbringen, damit am Ende diese Funktion die Einheit Volt haben kann. Und deshalb ist es auch gut, dass das BK genau die Einheit Volt hat und nicht irgendwie die Einheit Sekunden oder Volt mal Sekunden oder Volt durch Sekunden, sondern eben Volt. So, und jetzt kann man das BK natürlich vielleicht nochmal konkret ausrechnen und sich überlegen, wie groß ist denn das B1, wenn ich mal das B1 ausrechne. Kosinus von Pi steht hier oben, ist minus 1, 1 minus minus 1 sind 2, dann sind das 2 Volt durch Pi. Weil das K war ja genau 1. 2 Volt durch Pi. 2 durch 3, 2 Drittel ungefähr. Ne? Und kann man sich hier oben überlegen, wenn ich jetzt eine Sinusfunktion habe, die so 2 Drittel Amplitude hat, dann würde die hier so hin und her schwingen. Das kann schon passen. So, und naja, und diese vielleicht zeichne ich die mal ein. Also man kann das natürlich mit MATLAB auch wunderbar plotten, aber diese Grundschwingung, die wir jetzt berechnet haben, ne, das BK, wir haben jetzt das B1 ausgerechnet, Sinus Omega 0 über diesen Gleichanteil, warum die hier anfängt. Da müssen wir gleich noch drüber diskutieren, aber die hat jetzt ungefähr 2 Drittel 2 durch Pi Amplitude und dann würde die ungefähr so aussehen. So, ja. Und natürlich kann ich jetzt mit einer so einer Sinusfunktion nicht diese Rechteckpulsfolge nachbilden. Ich bräuchte jetzt eine, die das hier ein bisschen steiler macht und die hier den Puckel nach unten zieht und das hier ein bisschen steiler macht und hier den Puckel nach oben zieht und hier steiler und so weiter und so fort. So, und das sind genau die höheren, die jetzt noch fehlen. Wenn wir mal das B2 ausrechnen, in dem Fall, stellen wir fest,
Cosinus von 2 mal Pi, das ist genau 1, 1 minus 1 ist genau 0, dann ist das B2 0. Dann können wir das B3 ausrechnen. Cosinus von 3 mal Pi, das steht hier, ist minus 1, 1 minus minus 1 ist wieder 2. 2 Volt, jetzt steht hier unten aber eine 3. Also 2 Volt durch 3 Pi. Und das B4, das ist dann wieder 0 mit der gleichen Begründung wie vorher. Und das B5, das wäre dann mit der gleichen Begründung wie vorher 2 Volt durch 5 Pi und so weiter und so fort. So, und naja, damit hätten wir jetzt eben eine Funktion, die dazukommen würde, die hat ein Drittel der Amplitude gegenüber der ursprünglichen, aber eben die dreifache Frequenz. Und wenn man die jetzt hier oben in der Lösung noch mit dazu malen würde, dafür nehme ich mal rot, dann würde das ungefähr so aussehen. Ne? Also hier ein bisschen steiler, dann hier runter, weil wir die dreifache Frequenz haben. Naja, ist von Hand ein bisschen diffizil einzuzeichnen, aber das Prinzip wird ungefähr klar. Ja? Und die fünfte, naja, die weiß ich nicht, ob ich die jetzt noch einzeichne. Doch, ich mache das mal. Na, also die würde jetzt hier noch steiler gehen. Jetzt müssen wir diesen Puckel hier in der Mitte wieder hochziehen und dann geht die hier wieder steiler runter. Und ich mache das mal nur für eine Periode. Das Prinzip wird ungefähr klar. Und desto mehr man jetzt eben von diesen harmonischen Schwingungen, von diesen Oberwellen nimmt, desto besser nähert man sich an diese Rechteckpulsfolge an. So richtig super wird das für dieses Beispiel der Rechteckpulsfolge nie werden. Selbst wenn man diese Summe bis unendlich laufen lässt, kann man sich auch ein bisschen überlegen, warum das der Fall ist. Naja, wir versuchen eine Rechteckpulsfolge, die ist eben... an gewissen Stellen hat die keine Ableitung, nämlich da, wo die Sprünge hat. No, das ist halt einfach eine Funktion mit Sprüngen. Und wir versuchen jetzt eine Funktion mit Sprüngen zu approximieren, nachzubilden durch durch Funktionen, die keine Sprünge haben. Sinus und Cosinus haben niemals Sprünge. Die sind immer weich, die sind immer harmonisch. Und deshalb wird das halt nicht funktionieren. Ja? Das ist das sogenannte Gibbsche Phänomen. Egal, wie viele man jetzt von diesen BK da nimmt und den Sinusfunktionen und so, das wird halt nicht besser werden. So, das letzte, was wir jetzt noch brauchen, ist das A0 hier vorn. Und wir haben ja die AK ausgerechnet und die AK waren jetzt irgendwie alle 0. Aber den Fall, dass das K0 ist, den hatten wir nicht so richtig hier drin, weil wenn das K0 ist, dann ist ja der Cosinus einfach 1. Und dieses durch K hier, das ist irgendwie so ein bisschen ungünstig, weil hier geht ja alles gegen 0. Wenn das K gegen 0 geht, geht das auch gegen 0. Dann hätten wir so ein 0 durch 0, so einen unbestimmten Ausdruck. Da müssten wir uns noch irgendwie überlegen, was da halt rauskommt. Und deswegen ist es vielleicht einfacher, das A0, das mache ich mal jetzt in Rot, dieses hier, das brauchen wir jetzt noch, einfach so auszurechnen, indem man halt, für das Cosinus von 0 dann einfach 1 einsetzt. Also das A0 kriegen wir eben genauso raus, 2 durch groß T. Und jetzt müssen wir eben auch wieder einmal integrieren über diese Funktion von 0 bis groß T halbe, da die den Wert 2 Volt, wenn wir dann für die Cosinusfunktion hier für das K 0 einsetzen, ist der ganze Cosinus einfach 1. Das spare ich mir mal. Wir integrieren über der Zeit. Und dann haben wir noch das Integral von t halbe bis groß t. Da hat die Funktion den Wert 1 Volt und wir integrieren über der Zeit. So, und dann kann man also nur Konstante über der Zeit integriert ist die Zeit, dann setzen wir obere Grenze minus untere Grenze ein. Dann kommt für das erste Integral einfach raus 2 Volt mal groß T halbe und für das zweite Integral kommt halt raus 1 Volt mal die Differenz von T minus T halbe, das ist auch groß T halbe. Und dann können wir das T hier gegen die beiden Ts in der Summe kürzen und wir können die 2 hier vorne vielleicht gegen die beiden 2 auch in der Summe kürzen und 2 Volt plus 1 Volt sind halt 3 Volt. 3 Volt ist das A0. Und dann sieht man, das 3 Volt ist halt
Also, oder das A0 ist sowas wie der Gleichanteil, aber das ist der doppelte Gleichanteil, weil in der Formel am Ende taucht halt A0 halbe auf. A0 halbe, das ist der Gleichanteil. Ja, das Ganze ist der Gleichanteil und die Hälfte von 3 sind halt 1,5. Das ist genau der Punkt, an dem ich hier vorhin angefangen habe, das zu zeichnen. So, und naja, mit dem A0 kann man jetzt dann hier unten nochmal eine Gleichung hinschreiben. Also das U von T, was wir jetzt annähern wollten, das würde sich jetzt eben ergeben aus 3 Volt halber, aus dem A0 halbe. Und dann hätten wir, naja, so eine Summe. Ich schreibe das mal jetzt nicht mit dem Summenzeichen, ich schreibe das mal einfach als Formel hin. Und wir sehen, wir haben immer 2 Volt durch Pi. Und dann hätten wir halt das auch noch durch ein Drittel und ein Fünftel. Also die 2 Volt durch Pi, die könnte ich da auch ausklammern. 2 Volt durch Pi. Und die werden multipliziert. Und für die Summe schreibe ich jetzt eine Klammer. Also von Sinus Omega 0 mal t. Und dann hätten wir noch plus Sinus von 3 Omega 0 mal t mit einem Drittel der Amplitude. Das war genau die rote Funktion, die ich oben eingezeichnet habe. Und dann haben wir noch den Sinus von 5 Omega 0 mal t durch ein Fünftel und den Sinus von 7 Omega 0 mal t durch ein Siebtel. Und plus Punkt, 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 Punkt. So viele Terme, wie man will, so genau, wie man es eben haben möchte. Das ist jetzt genau die Fourier-Reihe von dieser Rechteckpulsfolge. Und wenn man die zeichnet, das kann man auch mit MATLAB im Computer machen, dann kommt man je nachdem, wie viele Terme man nimmt, eben auf so eine ja, etwas geschwungene, wellige Annäherung dieser Rechteckpulsfolge.